Hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einem weiteren Sonntagstutorial. Und heute möchte ich euch kurz zeigen, was sich geändert hat im Dashboard auf der Startseite. Wie ihr es bereits beim Farming Simulator vielleicht sehen könnt, unten links habt ihr nun eine Anzeige, die das Spielerhub anzeigt und Freigaben, Aufnahmen und Erfolge. Das bedeutet ganz einfach, wenn ihr jetzt die Menütaste drückt, im Startbildschirm auf dem jeweiligen Spiel habt ihr die Möglichkeit, nicht nur das Spiel zu verwalten oder zu schließen, falls es läuft, sondern, wenn ihr jetzt nach rechts geht, seht ihr direkt das jeweilige Spielerhub dessen Spiels, was ihr angeklickt habt. Nun könnt ihr hierüber in das Spielerhub gelangen oder ihr geht noch weiter nach rechts. Hier seht ihr dann alle Freigaben, die ihr gemacht habt. Das betrifft hier zum Beispiel Aufnahmen und Erfolge. Diese könnt ihr nun hierüber direkt freigeben. Das bedeutet, ihr könnt jetzt hier auswählen, entweder eine Aufnahme, entweder einen Spieleclip oder auch einen Screenshot. Oder ihr nehmt einen Erfolg, den ihr freigespielt habt, und diesen könnt ihr entweder freigeben in Feed oder als Showcase festlegen. Dies funktioniert, wie gesagt, mit jedem weiteren Spiel. Hier könnt ihr immer auf dem jeweiligen Spiel die Menütaste drücken, gelangt so direkt ins Spielerhub oder in eure Freigaben. Ich hoffe, diese kleine Info war für dich wieder einmal hilfreich. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Solltest du Fragen dazu haben, dann einfach ab damit in die Kommentare. Und mir bleibt nur wieder eins zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers.